Lieferant. Orca. Zum Beispiel der Orca da. Hat so gut wie keine Bewaffnung. Ich glaube, der hat gar keine Bewaffnung. Und kostet mal eben so um die 20 Millionen. Wenn hier keine anderen Kampfschiffe wären, könnten wir versuchen, den zu kapern und zu verkaufen. Das wäre dann innerhalb von einer halben Stunde mal eben 20 Millionen einfach so gemacht. Oder wie auch immer lange das wirklich dauert. Denn mit Kapern habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich bin ja nicht so der Kämpfer. Will ich mich zwar auch langsam ranwagen, an diese etwas abgefahrenen Sachen wie Kapern zum Beispiel, aber das mache ich dann mit euch zusammen. Normale Kämpfe kann ich schon einigermaßen mithalten, also die allgemeinen Flugtaktiken und Beschusstaktiken, aber halt diese Spezialsachen wie Kapern habe ich noch nicht so drauf. So, wo sind wir jetzt? Wir sind noch nicht in der Mitte. So, hier schmeißen wir mal einen raus. Den letzten. Ja. Und wir wollen durch das Osttor. Rolks Vermächtnis. J für Jinza. Sinza. Und dann sollte ich gleich mal wieder einen Blick auf die Besitztümer werfen. Nicht, dass da jetzt irgendwie was fehlt oder dass es denn so gut läuft, dass denn schon die nächste Stufe eingeht. Also dass sie anfangen zu verkaufen. Das will ich euch ja eigentlich noch zeigen. Oh, und ich habe ganz vergessen, die drei neu ausgerüsteten Merkur-Runden, die müssen ja auch noch den Befehl bekommen, den Handelsvertreter zu starten. Das geht ja erst, wenn sie angedockt sind. Was sie jetzt sind. Also, Kommando, Kommandokonsole. Mal gucken, ob das auch geht mit Rundruf. Gelandet. Nee, wir können dann nur recht grundsätzliche Befehle geben. Nicht so was Extravagantes wie den... Oh. Haben wir in etwa keine Logistik-Software gekauft? Oder wie das hieß? Das ist jetzt ärgerlich. Ich fliege mal ganz kurz aus dem Weg. Weg, 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 weg. So. Einmal abbremsen, bitte. Also. Dementsprechend dürfte keiner von denen einfach so da starten können, weil die alle die gleiche Ausrüstung haben. Dann gucke ich doch mal ganz kurz, was da fehlen könnte. Info. Du hast... Was hast du? Du hast die Handelssoftware MK1. Du hast die Handelssoftware MK2. Oh, die Navigationssoftware fehlt. Ich hätte schwören können, ich hätte die installiert. Weil als wir die bei der Schiffswerft gekauft haben, habe ich extra gesagt, sie brauchen jetzt für dieses neue System auf jeden Fall... Handelssoftware MK1, MK2 und die Navigationssoftware. Hm. Na gut, dann müssen wir hier nochmal raus. Ihr seid die einzigen, die gerade angedockt sind, richtig? Richtig. Kommando, Kommandokonsole, alle gelandeten Schiffe, TSTP, docke bitte an. Wolkenbasis Südost am Ausrüstungsdock. Kommando akzeptiert. So, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Das heißt, wir können weiterfliegen. Im Osten wird auf jeden Fall ein Tor sein, so viele Schiffe wie hier lang fliegen und eventuell auch da oben. Ah, jede Menge Erzmine, Siliziummine. Was haben wir da? Mittlere Waffen. Erschütterung, Impulsgenerator. Ja, einzelne Waffen, die so viel kosten, das will schon was heißen. Und genau die meinte ich auch, wenn der Universumshändler teilweise sehr viele Credits von unserem Konto abzieht. Dann kauft er solche Waffen auf, in Massen. So, Osttor. Ein breiter Graben. Das hört sich so an, als wenn da ein Gebiet enden würde und das Hoheitsgebiet einer anderen Rasse anfangen. Schauen wir mal. Ich sollte unbedingt auch zwischendurch darauf achten, ob wir nicht irgendwo neue Satelliten aufsammeln können. Das wäre schon praktisch, wenn wir hier überall Zugang haben. Wieder mittlere Waffen, leichte Waffen und ein Boron-Ausrüstungsdock. Oh, da gucken wir doch mal. Informationen. Du hast... Ja, genau, die brauchen wir hier. Navigationssoftware MK1. Nur brauchen wir die leider im Erzgürtel und nicht hier. Sonst hat er keine Satelliten im Angebot. Nö. Wie schaut's mit dem Handelsdepot aus? Das müsste eigentlich auch hier irgendwo sein. Genau. Königliche Handelsstationen.
du hast auch keine Satelliten. Mist. Naja, dann mache ich das irgendwann später. Entweder off-camera oder wenn wir hier nochmal durchreisen. Militärischer Außenposten. Was hast du denn Schönes? Jede Menge Raketen. Navigationssatellit. 4 Stück. Oh, sehr schön. Da machen wir nochmal einen kurzen Zwischenhalt. Und die müssten eigentlich auch mit uns Handel treiben. Die mögen uns ja ganz gut. Oder ganz gerne. Im Gegensatz zu den Paraniden am Anfang. Bei den Split könnten wir ein ähnliches Problem haben. So. Aber wie gesagt, da weiß ich noch nicht genau, wo die sind. Also, ich habe sie natürlich schon getroffen, aber ich habe mir nicht gemerkt, wo die waren. Oh, erweiterte Satelliten. 9 Stück. Die nehmen wir doch mal alle mit. Sehr, sehr schön. Abdocken. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe nur auf das erste Mal gestarrt, dass ich Satelliten gelesen habe. Das heißt, wir können jetzt schön fleißig wieder unsere Satelliten verteilen. Dahin bitte. Okay, eher dahin. Das heißt, einen setzen wir da ab, einen setzen wir da ab und dann müsste es eigentlich den ganzen Sektor abdecken. So. F. Auswerfen. Jupp. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Und du nochmal dahin. Und sobald wir den ausgeworfen haben, können wir auch wieder auf die Besitztümer springen. Da müssten dann die Merkuren wieder an dem Ausrüstungsdock angekommen sein. Und dann können wir sie wieder zurückschicken. Aber ja. So, Satellit auswerfen. Okay. Jetzt bleiben wir mal kurz stehen. Und guck mal. Ja, ihr seid alle da. Wir würden gerne... Können wir mit dem Rundruf handeln? Nein, können wir nicht. Also müssen wir sie eben einzeln kaufen. Na gut, dann fangen wir hier oben an. Wir hätten für dich gerne Navigationssoftware. So, wir hätten gerne für dich ebenfalls die Navigationssoftware. Und für dich auch die Navigationssoftware. So, den Rest habt ihr aber alles. Ja, habt ihr. Sehr schön. Also, jetzt Kommandos. Rundruf an gelandete Schiffe. Fliegt bitte zurück zur Heimatbasis. Sehr schön. Wenn sie da angekommen sind, dann können wir endlich mit denen auch anfangen, die Handelsvertretung zu starten. Wobei die dann ein wenig hinterherhinken werden, was die Ausbildung angeht. Die anderen könnten ja eventuell schon Stufe 2 sein. Ich guck mal ganz kurz. Ne, immer noch Lehrling. Lehrling. Ja, das dauert echt ein wenig länger als bei den Sektorenhändlern. Oh, Zweifel des CEOs. Das klingt nach Teladi. CEO heißt übrigens deren oberster Anführer. Das ist ja normalerweise ein Begriff, mit dem der Firmenchef betitelt wird. Chief Executive Officer. Also der, der alles sagt und ausführt. Das ist halt deren oberster Herrscher. Nicht Kaiser, nicht General, nicht... Wie nennt sich das sonst noch? Minister oder sonst was? Nein, er ist der CEO. Als wenn sein ganzes Volk eine riesige Firma wäre. Und ich denke mal, so ähnlich wird er das auch führen. So, da geht's nach Norden. Geht's auch irgendwo nach Osten? Ja, im Süden geht's nach Osten. Das ist schon mal gut. Du kommst raus. Wo geht's da lang? Lomang Stratz Vermächtnis. Das klingt wiederum nicht nach Teladi. Vielleicht haben wir hier auch ein Grenzgebiet von 3 Rassen. Das wäre natürlich sehr interessant. So, schauen wir mal. Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet, ob dieser Graben jetzt wirklich was getrennt hat oder nicht. Rote, riesige Sachen. Piratenhafen, Flammenschleuderschmiede, Alpha. Ja, das sind Pirateninstallationen. Die könnte man angreifen, kann man aber auch lassen. Pirat, Geschütztürme. Das sind nämlich Geschütztürme drumherum. Rehabilitationseinrichtung, M, Alpha. Egal. Die Piraten haben eine Rehabilitationseinrichtung. Also so eine Art Mischung aus Gefängnis und Ausbildungsstation für Kampftruppen.
Piraten gesteuert. Ja, okay. Das ist ein Piratensektor. Das ist nicht gut. Und der breite Graben hat wirklich die Boronen von den Teladi getrennt. Das finde ich doch sehr schön, dass die Namensgebung da wirklich Sinn macht. Diese geschäftige Bergbaukolonie der Boronen dient als Reparatur- und Versorgungszentrum für die Schiffe der Boronen, die in den neuen Kolonien arbeiten. Ja, das sind wohl die neuen Kolonien, die alten sind da ganz oben gewesen, im Argonenraum oder über dem Argonenraum. Wegen der unzureichenden Lebensbedingungen und der häufigen Piratenüberfälle besitzen hier wohnende Boronen ein härteres und zynischeres Gemüt als ihre Landmänner, die näher an dem Heimatsystem der Boronen leben. Ja, wenn man so nah an Teladi und Piraten wohnt, dann muss man mit der Zeit ein wenig abhärten. Na gut, wir flitzen mal ganz kurz durch und gucken, ob dahinter vielleicht irgendwo Nicht-Piratensektoren sind. Unbekanntes Objekt? Was zur Hölle bist du? Du bewegst dich mit 300 Metern die Sekunde, da sind wir schneller. Dich verfolgen wir. Bleib stehen, du unbekanntes. Auf Monitor anzeigen, linker Monitor. Wie geil! Das ist ein UFO. Wir haben ein UFO gefunden. Stopp. Abbremsen. Info. Pilot, unbekannt. Ja, es ist ja auch ein unbekanntes Flugobjekt. Schade, ich weiß jetzt gar nicht, was man mit dem anfangen kann. Eventuell könnte man das Ding ja kapern, wenn man Waffen hätte. Das wäre sehr cool. Aber ja, schön, dass das Spiel einen nach so vielen Jahren immer noch überraschen kann. Das ist auch diese Reihe. So, wo bist du? Unbekanntes Objekt. Da bist du. Und sogar das Symbol ist das einer fliegenden Untertasse. Hier folgen wir jetzt mal. War zwar so nicht geplant, aber gucken wir mal, wo der hin will. Ob da von irgendjemandem angegriffen wird, aber anscheinend nicht. Seine Designation ist G-BO61. Ist da vielleicht noch irgendein Witz drin versteckt? Würde ich ins Programmierern zutrauen. Aber na gut, anscheinend können wir da nicht wirklich viel machen. Ich werde wahrscheinlich in der Zukunft in den Arsch beißen, wenn ich rausfinde, was man eigentlich hätte machen können. Aber das hilft jetzt nichts. Wir schmeißen erstmal wieder einen Satelliten raus. Ja. Erweiterter Satellit. Autopilot deaktiviert. Und gucken mal, das ist wieder ein Piratensektor, ein äußerer Sektor. Sind wir jetzt in das... Stopp. Dich sacken wir gleich wieder ein. Wir sollten nicht in einem Piratengebiet Satelliten ausschmeißen. Das muss nicht sein. Zumal die Piraten hier auch anscheinend überall Stationen haben. Also sacken wir den hier wieder ein, indem wir einfach drüber fliegen. So. Und jetzt fliegen wir wieder weiter. Gucken, wo der hin will. Also ja, eigentlich wollte ich ihn ignorieren, aber es ist einfach zu faszinierend. Der hält nämlich direkt auf unser Zielkurs. Oder wie auf seins. Es. Ihrs. Ah, es hat gepiept. Es hat gemacht. Okay, ja, ich höre schon auf. Wir sind in Mokys Rache. Und es ist ebenfalls ein Piratensektor. Säuerei, L, Alpha. Mit Stationen, die nicht den Piraten gehören. Oder die zumindest nicht aggressiv sind. Säuerei, M, Beta. Und immer nur ein Sprungtor weiter. Das gefällt. Ah, doch, da ist ein zweites. Ich wollte gerade sagen, das gefällt mir gar nicht, wenn das so eine richtige Reihe ist von Sektoren. Das könnte andeuten, dass irgendwo ganz hinten so ein Heimatsektor der Piraten ist. Und da will ich nicht unbedingt rein. Entweite Himmel, das klingt nach Paraniden. Aber ich bin, glaube ich, ziemlich vom Kurs abgekommen. Ich will eigentlich da oben hin, nach Omicron Lyrae. Und das können wir schon sehen, weil wir am Anfang mal eine Nachricht bekommen haben, dass wir uns da zu einer Mission melden sollen. Ja, da kommen wir her. Da ist das andere Sprungtor. Du drehst dich weiter fleißig im Kreis.
fliegst aber anscheinend zu einem anderen Sprungtor als wir. Schade, schade. Na cool, okay. Merken wir uns einfach mal, hier ungefähr in dem Bereich haben wir das unbekannte Objekt gefunden. Falls das später nochmal irgendwie nützlich sein könnte. Komm schon, gib mir einen Nicht-Piratensektor. Wow. Ja, das ist definitiv kein Piratensektor. Und die wissen sich zu verteidigen. Die haben mal eben einen Titan hier stehen, riesige Waffentransporte. Menno, unterbrich mich nicht immer. Also große Waffenplattformen, wollte ich sagen. Die automatisch schießen. Sehr effektiv. Und wir haben hier drei weitere Sprungtore. Das ist doch sehr schön. Dann fliegen wir erstmal in die Mitte. Werfen da einen Satelliten aus und docken erstmal. Denn wir haben lange nicht abgespeichert. So. Satellit raus. Jupp. Und da bitte docken. Und dann versuchen wir uns in der nächsten Folge weiter nach Omicron Lyrae durchzuschlagen. Denn da in der Nähe gibt es meine Schiffe. Die gibt es nur in einem einzigen Sektor. Deswegen mache ich da so einen Riesenumstand raus. Speichern. Du. Und wir sehen uns gleich wieder. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.